Hallo Samuel, heute möchte ich euch zeigen, was für schicke Sachen man denn machen kann, wenn man mit dem Unihockey sich noch einen Trotti schnappt. Vielleicht habt ihr im Keller noch eins rumstehen oder verwendet es schon öfters. Ganz wichtig, übt zuerst mit dem Trotti alleine. Ich werde euch zeigen, wie ihr mit einer Hand fahren könnt. Ganz noch wichtig, fahrt nur da, wo keine Autos kommen können. Keine Autos, keine Radfahrer, also nicht auf dem Radweg, sondern zum Beispiel auf dem Schulhof. Die Aufnahmen da sind vom Schulhof. So fasse ich meinen Trotti an. Also den Daumen ziemlich da, wo diese Lenkstange ist. Und wirklich fest mit der Hand anfassen, mit einer Hand. Und dann probiert mal ganz langsam zu fahren und mit der linken Hand zu lenken. Jetzt mache ich zum Beispiel eine Rechtskurve, dass ihr euch daran gewöhnt, eben mit einer Hand fest am Lenker trotzdem zu fahren. Ne? Im nächsten Schritt schnappt ihr euch einfach einen Unihockeyschläger. Den haltet ihr einfach in eurer Schlägerhand mal fest. Noch gar nichts Spezielles mitmachen. Einfach wieder ein paar Kurventrainer auf dem Schulhof. Schön sich dran gewöhnen, wie ihr langsam mit dem Trotti ein paar Kurven fahren könnt. Ja, wenn das so ziemlich gut klappt, dann könnt ihr mal mit dem Schläger so auf dem Fußboden tun, als hättet ihr den Unihockeyball, den ihr da hin und her wedelt, also rechts, links dribbeln und wieder mal ein paar Kreise auf dem Schulhof machen. Einfach eine Zeit lang üben, dass ihr euch dran gewöhnt habt. Ja, und dann können wir uns eigentlich endlich mal einen Unihockeyball schnappen. Das schaut dann so aus. Rollt wirklich ganz langsam, ganz vorsichtig, sodass ihr jederzeit absteigen könnt, wenn euch irgendwie unangenehm ist. Schaut mal da in der Kurve, da habe ich auch ein bisschen Probleme. Da helfe ich mit dem Fuß noch ein bisschen nach, weil das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Aber es macht total viel Spaß. Auch da habe ich es nicht ganz hinbekommen. Na, komm, kein Problem. Absteigen. Drüber lachen, Ball schnappen und das nächste Mal probieren. So, irgendwann können wir das dann, kann man Slalom machen, was auch immer. Ihr könnt Sachen hinstellen. Denkt euch was aus. Jetzt kommt dann die nächste Stufe. Also, schön mit dem Ball, sucht euch ein Hindernis oder irgendein Teil, wo ihr gegenspielen könnt, so quasi als Goal oder als Treffer. Schaut mal, da habe ich mir diesen Betonklotz ausgesucht. Und jetzt, der Star Wars, Schuss und Treffer und versenkt oder getroffen oder was auch immer ihr da euch überlegt. Macht was Lustiges draus. Jetzt wird es schwieriger. Das ist jetzt Rückhand. Ha, trotzdem getroffen, Ball geschnappt und weiter geht's. Also, vielleicht noch ein paar Hinweise, wie mache ich das eigentlich? Ich habe euch ja erklärt, es gibt den weichen Blick. Und schaut mal hier wende ich den weichen Blick nochmal an. Hier schaue ich noch auf den Ball. Und jetzt schaue ich hoch, ich schaue so 2, 3 Meter vor mir auf die Straße. Da wäre dann vielleicht auch der Gegner, die Füße vom Gegner. Trotzdem kann ich in meinem Umfeld den Ball sehen und schön hin und her dribbeln. Ihr seht ein anderes Beispiel. Also jetzt langsam, Kopf hoch, nach vorne schauen, etwa in 2, 3 Meter Entfernung. Eben die Füße vom Gegner, der einem den Ball wegnehmen will, und schön weiter dribbeln. Gelingt mir das immer? Nein, nicht immer. Hier geht ein Ball mal gegen das Fenster. Na, dann holt man sich einfach den Ball wieder. Oder hier auch, da verliere ich auch den Ball. Auch nicht gerade Absicht. Macht aber trotzdem viel Spaß. Probiert es nochmal aus. Auch da wieder. Denkt euch selber was aus. Schnappt euch irgendwelche Dosen oder Mülldinger. Oder jetzt hier in dem Fall habe ich mir ein zweites Trotti geschnappt, das vom Linus. Schaut mal, was man da machen kann. Man kann ja mal probieren, den Ball da unten durchzuspielen. Gelingt mir das immer? Nein, nicht immer. Aber in dem Fall schaut es doch jetzt schön aus. Ich bin Quatschkopf. Und aufs Goldschuh. Also, ihr habt gesehen, was für schicke Sachen man machen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Sucht euch wirklich einen Platz, wo keine Autos kommen, keine Radfahrer.
Seid vorsichtig, langsam, dass ihr mal abspringen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß.